Wir freuen uns, dass diese Sitzung aufgenommen wird. Ich begrüße den Michael zum 15. Mal hier bei Klares zur Nacht. Ja, 15 heute am Donnerstag. Was haben wir heute? Ich glaube, den 30.07.2021. Ja, es geht irgendwie dahin. Nee, warte mal, 29. Entschuldigung. 29. Ich habe gerade gefragt. Wir sind noch nicht. Die Frage ist, nach welchem Kalender? Da könnten wir uns natürlich jetzt noch was überlegen. Vielleicht nehmen wir mal unseren eigenen. Wäre ja auch mal eine Option. Muss ja nicht immer gregorianisch oder julianisch oder was da noch alles gibt. Dann hätten wir den rechnungsfreien Monat. Ja, das müssen wir uns noch überlegen, welchen Monat wir da hinlegen. Dann können wir das noch ein wenig ausnützen. Aber gut. Ja, also herzliche oder sei gegrüßt, lieber Michael. Habe die Ehre, Marc, wie immer. Ne? Ja. Wir lassen uns ja von nichts abbringen. Ich bin kaputt fertig wie ein Stück Brot, gerade. Aber das lasse ich mir nicht entgehen, ne? Klar. Ja, also nur mal kurz zur Erklärung. Ich bin vielleicht auch ein bisschen, irgendwie so doch leicht müde jetzt. Ne? Ja. War schon ein krasser Tag heute wieder. Ja, ja, also der Michael wurde von dem Sondereinsatzkommando überfallen, von ein paar Achtjährigen, ja. Und die können dich mehr platt machen als vielleicht irgendwelche anderen. Ja. Also zwischendrin habe ich das Gefühl, ich lande am Marderpfahl, aber... Ja. Hat's überlebt. Ja, ich hab's überlebt. Ich musste dann Sackhüpfen machen, Leute. Das war... Und ich hab verloren. Schuhgröße 45 im Sack, ist gar nicht so leicht. Das ist ewig her. Ich bin schon 50 Jahre nicht mehr so im Sack rumgesprungen. Das zweite habe ich aber gewonnen, habe ich mir echt anstrengen müssen. Ne? Im letzten Satz. Ich zeig's euch. Und du hast ihnen noch die Schuhe zusammengebunden. Ja, man kennt solche Tricks. Ja, also Spaß Sackhüpfen. Beiseite. Sackhüpfen geht auch. Ja? Sackhüpfen. Ja. War genial, doch, muss ich sagen. Doch, ja. Man wird da gleich in so eine andere Welt geführt. Ne? Da zählen andere Wertigkeiten, andere Dinge sind wichtig, ja, wenn man den Kleinen dann so gut zuguckt. Das war wunderschön. Echt. Also ich habe mich da richtig auch aufsaugen lassen. Ich war echt auch drin. Ne? Da es ja nur sieben waren, musste ich auch in eine Gruppe rein und musste natürlich mithelfen. Ne? Da haben sie halt drum gestritten. Wir nehmen den Großen. Was sie gemerkt haben, da kann ich Sackhüpfen, war es dann plötzlich egal. Sag mal, kann das sein? So schnell bist du nichts. Das glaube ich, ja. Aber da kann es sein, dass du heute mal wirklich im Hier und Jetzt warst. Also von dem her ist das ja mal eine durchaus interessante Geschichte. Und wie heißt es so schön? Ihr sollt werden wie die Kinder, nicht sein. Und ja, ist auch wieder so ein Thema, ne? Sind wir wieder bei. Ich meine, das ist eine Sache, die kann man ja einfach mal machen, weißt du? So, keine Ahnung, also irgendwie, wie sagt man Neudeutsch, heißt das ja Challenge, oder? Ja, da gibt es sowas. Soll man eine Sackhüpfen-Challenge ausrufen? Das Problem ist, da müssen wir irgendwelche Videos machen und ich glaube nicht, dass das besonders lustig wird. Das wird lustig. Ja. Jedenfalls für die Kamera halten und das Ganze dann tatsächlich filmen. Logisch. Könnten wir uns mal überlegen. Ein Aufruf an alle. Schickt uns eure Sackhüpfen-Videos. Genau, schickt mal die Sackhüpfen-Videos. Der Telegram-Kanal ist ja bekannt. Da könnt ihr es mit reinstellen bei mir in die Chatgruppe. Ja. Mal gucken, wie viele da kommen. Die besten drei, ich will mich da jetzt nicht verstanden. Die besten drei, ja. Also die besten drei werden wir veröffentlichen. Den originellsten Sack. Also bitte jugendfrei, ja? Na, Moment. Das habe ich gar nicht im Schirm. Ich dachte, wir hätten einen anderen Sack, aber der hat eine Fliege. Den wollte ich eigentlich jetzt noch gar nicht bringen, aber wenn du ihn schon wieder erwähnst, Kermit der Frosch. Aber, machen wir doch einfach, oder? Kermit der Frosch. Ich weiß nicht, hat er was Neues gebracht? Ich glaube gerade nicht. Ich weiß nicht, ich habe den irgendwie verdrängt. Das macht nichts. Weil der hat bestimmt jetzt auch Sommerpause oder er bereitet sich auf neue irgendwie gearteten Themen vor, wie auch immer. Ja. Also Sackhüpfen über eine gewisse Strecke müssen immer zwei sein, einer muss gewinnen und irgendwie, keine Ahnung, sowas, so läuft es dann ab, oder? Es können auch drei oder vier sein, dann wird es eine richtige, fast schon so eine Mannschaft, nein, Mannschaftssport geht nicht, sondern tatsächlich Einzelsport, aber mit dementsprechend vielen Teilnehmern. Bitte nicht auf der Hauptstraße ausprobieren. Nein, um Gottes Willen. Ja. Auch nicht auf den Spielplätzen. Ich würde das im Garten machen, irgendwo. Keine Ahnung. Wir können das ja eventuell gucken, ob wir irgendwelche Säcke bekommen. Wir sehen uns ja am Wochenende schon wieder, weil da gibt es ja wieder einen tollen Kurs. Und
Ja, wie letztes Wochenende auch, wobei da war, doch, das Wetter war eigentlich gut, also zumindest für den Kost. Es war gut, doch, ja. Zwischendurch hat es ein bisschen gerumst, also am Himmel. Und ja, aber war schon okay. Kann man so sagen. Muss so sein. Ja, wir suchen uns das Wetter einfach nicht aus. Oder doch? Ja, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Da gibt es jemanden, der sich das Wetter, ja, da gibt's jemanden, der das Wetter aussucht. Aber es gibt sicherlich irgendwelche Leute, die könnten das vielleicht tun oder zumindest auch, wenn sie es nicht zugeben. Aber naja, okay, aber jetzt kommen wir doch mal zu ernsten Themen. Bitte. Ja, jetzt bin ich wieder voll draußen. Nein, also ich denke, wir haben ein großes Potpourri, weil auf der einen Seite habe ich mir gedacht, wir können uns mal auch über so Themen wie hervorgerufene Energien oder beziehungsweise Energieaufladungen unterhalten. Das ist die eine Sache. Aber was uns, denke ich, beiden ein wenig auf den Nägeln brennt, wir hatten das vorhin auch schon im Infoabend mal ganz kurz angesprochen. Es geht jetzt durch die Telegram-Kanäle und wir können das jetzt nicht wirklich verifizieren, ob das tatsächlich jetzt an dem offiziellen Gebäude dort so gehangen ist oder nicht. Aber es geht Du sprichst gerade über die Grundschule in Bad Neuenahr, glaube ich. Genau, Ahrweiler. Bad Neuenahr, Ahrweiler. Also sprich, das ist die Grundschule, wo ja viele, viele Leute freiwillig Dinge gespendet haben und das ganze Gebäude auch zum Überlaufen gebracht haben. Also vielen Dank an alle, die dort was getan haben also und gespendet haben. Was richtig zuordnen, also ich habe es so verstanden, dass die Güter, die gesendet wurden, da ist dann alles dabei, was weiß ich, Wasser, was alles, ich keine Ahnung, ich habe, was da drin ist, weiß ich nicht. Ja, aber offensichtlich wurde das Gebäude Ziel der Spendenaktion, dass dort gelagert wurde, weil Gebäude steht, hat wohl noch ein funktionierendes Dach und da kann man wohl einlagern. So in der Art habe ich das verstanden. So in der Richtung. Genau. Und jetzt haben wir durch verschiedene Telegram-Kanäle oder ging das durch von irgendjemanden, der das abfotografiert haben mag, ging dieses Schreiben. Ich werde jetzt gleich mal versuchen, das Ganze einzublenden, damit auch jeder weiß, was gemeint ist. Und zwar gehe ich da jetzt gleich mal drauf. Sieht man es, Michael? Ja, nee, jetzt. Warte mal. Jetzt müsste man es sehen, oder? Ja. Kann man es lesen? Ja, kann man lesen. Okay, also wir haben hier das offizielle Schreiben der Stadtverwaltung, oder so schaut es zumindest aus. Und da steht Aufforderung zur Herausgabe. Und dann steht dort, sie sind als eine Anzahl von ca. 60 weiblichen und männlichen Personen, weiß nicht, geht es, in das sich im städtischen Eigentum befindliche Gebäude der Grundschule Ahrweiler, dann kommt die Adresse Blankhardtstraße 13, somit Räume, welche zum öffentlichen Dienst bestimmt sind, widerrechtlich eingedrungen und verweilen ohne Befugnis dort und dem zugehörigen Grundstück. Gemarkung Ahrweiler, bla bla bla. Wir fordern Sie hiermit auf, gemäß § 985 BGB bis heute, das war also gestern, der 28.07. 21 Uhr, 19 Uhr, das Gebäude mit dazugehörigem Grundstück an die Stadt Bad Neuenahr Ahrweiler als Eigentümerin herauszugeben. Das heißt, zu räumen und unverzüglich zu verlassen. Sollte diese Frist verstreichen, behalten wir uns vor, Strafanzeige zu stellen. Im Auftrag gezeichnet, unten ist eine Unterschrift, den Namen haben wir natürlich ausgeblendet. Was man dann jetzt nicht sieht, ist unten am Briefkopf, also es ist anscheinend ein öffentlicher Briefkopf, also kein irgendwie graues Klopapier, sondern tatsächlich also ein Briefbogen mit Wappen und darunter stehen dann noch ein paar Konten mit dementsprechenden Angaben, BIC und Volksbank und was weiß ich. Ja, okay. Was finden wir denn da? Gehen wir doch mal durch. Also das ist das Übliche, was du so siehst, ne? Die neumodische Logistik da oben dran, Logo, Logistik meine ich damit, Logo, ja, dieses Gekritzel. Was auffällt, ist, das Schreiben hat keinen Adressaten. Richtig. Also der scheint auch nicht rauskopiert worden zu sein, sondern man hat dieses Schreiben einfach erstellt. Was komisch ist, ist, dass oben rechts hier Gebäude- und Grundstücksmanagement steht. Ja? Also ist das geschwärzt? Ist das hinterlegt oder was? Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Guck nochmal. Ich kann, also wie gesagt, wir sind da ein bisschen auch am
Also wenn es nicht stimmen sollte oder wenn das Foto jetzt nicht komplett dem Original entspricht, dann können wir nur das wiedergeben, was wir da sehen. Zumindest gibt es da also diese vier Zeilen eingekesselt. Könnte sein, dass da also tatsächlich irgendwas rausgenommen worden ist. Es könnte durchaus auch sein, dass also hier ein Adressat, der normalerweise in dem Briefkorb stehen würde, dass der geschwärzt ist oder beziehungsweise rausgenommen ist. Ja. Also wir können es nicht wirklich verifizieren, aber es schaut echt aus. Ich habe mir gerade auch... Kein Aktenzeichen da, kein Datum und Zeichen ihres Schreibens, nichts. Also unser Zeichen auch nicht da. Das ist das, was mir so ein bisschen... keine Ahnung. So, also Hintergrund, das Schreiben ging rum. Wir wurden gefragt, was wir da drauf antworten wollten. Und da gibt es mehrere Fragen, die man stellen kann. Also es ist erstmal völlig unklar, von wem kommt das. Ja? Also wer ist der Urheber des Ganzen? Weil im Auftrag, wissen wir ja, ist I.A. keine Haftungsrelevanz, diese Unterschrift. Der das also unterschrieben hat, steckt nicht in der Haftung für das, was da passiert. Er ist nur der Überbringer im Auftrag. Das heißt, er wurde beauftragt, das zu bringen. Dann... was sehr merkwürdig war, das möchte ich an der Stelle auch nochmal hervorheben, deswegen bin ich da einfach ein bisschen skeptisch bei diesen Nachrichten, weil das kann man wirklich dran ablesen. Also ich habe dann eine Info gekriegt, dass um 16 Uhr wohl die Polizei mit irgendwelchen Handzetteln da war und um 18 Uhr wäre die Polizei gekommen und hätte geräumt. Also diese Telegram-Nachricht habe ich dann erhalten. Und der Witz an der Geschichte war, dass ich diese Nachricht nicht um 18, also nicht, also jetzt noch, ich das jetzt nochmal chronologisch zusammenfasse. Also 16 Uhr kam also die Polizei mit irgendwelchen Handzetteln und um 18 Uhr kam die Polizei und hat geräumt. Kam, ich spreche in der Vergangenheit. Die Telegram-Nachricht bekam ich aber um 16.45 Uhr. So, jetzt. Also das mit den Handzetteln, für die, die es jetzt nicht so ganz mitbekommen haben, die Handzettel können die stimmen von der chronologischen Abfolge. Aber das Räumen passt nicht zum Zeitstempel, den wir vorgefunden haben. Also die Frage ist, was wurde da wieder verbreitet? Ist es tatsächlich so passiert oder keine Ahnung, ist hier manipuliert worden? Hat er aus einer anderen Zeitzone geschrieben? Also wie gesagt, wir können es nicht verifizieren. Ja? Ja. Also an der Stelle erübrigt sich eigentlich jeder Kommentar, weil du nicht verifizieren kannst, was stimmt jetzt, was stimmt nicht. Ja? Das ist wieder das typische Beispiel für Verwirrung, für nichts, was du eigentlich nachprüfen kannst. Allein schon der Zeitstempel durch die Nachricht, die darauf folgte. Ja, also ich wäre jetzt mal schön, ob das irgendjemand aus der Ecke da oben bestätigen könnte, in irgendeiner Form, ja, ob da was gelaufen ist oder nicht gelaufen ist. Das würde ich schon mal gerne wissen. Ne? Weil, weil hier an der Stelle müsste man dann fragen, das städtische Eigentum. Vor allem, was ich auch interessant finde, aber ich denke, da können wir dann nochmal durchgehen. Also erstens steht auch drin, wenn man dann mal auf die Seite der Stadt Bad Neuer-Ahrweiler oder beziehungsweise der Gemeinde geht, dann ist das ausgewiesen als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Also öffentliche Aufgaben, betraute juristische Person, man möge da bitte zuhören, des öffentlichen Rechts, deren hoheitliche Aufgaben ihr gesetzlich oder satzungsgemäß zugewiesen worden sind. Also sprich, hier ist jetzt tatsächlich der Fall und unten steht es ja, wenn man sich das mal anguckt, dass jemand kommt, steht ja da, wir fordern Sie hiermit auf, bis heute, 28.07., das Gebäude mit zugehörigem Grundstück an die Stadt Bad 9a-Ahrweiler als Eigentümerin herauszugeben. Kann uns das mal jemand irgendwo ein Bild von der Stadt geben, die gekommen ist, um dieses Gebäude wieder in Besitz zu nehmen? Vielleicht kann man das ja mal irgendwo filmisch festhalten. Ja? Das wäre schön, ja, weil da müsste ja irgendetwas, wir müssen ja schon wieder aufpassen, wo wir uns da rumbewegen, ja, weil das sind genau diese zentralen Elemente, von denen ich oft spreche, ja, weil Eigentum, ja, also ein Eigentum in der Form, wie wir Eigentum oder wie Eigentum mal verstanden wurde, gibt es ja nicht mehr. Ja, also eine Eigentümerin und dann steht da die Stadtverwaltung. Also die Stadtverwaltung kann nicht Eigentümer sein. Es muss immer ich sag's mal so, eine menschliche Gedankenerklärung dazu vorliegen. Ja? Das nennt sich dann ein Eintrag im Grundbuch. Und da wird irgendjemand eingetragen oder irgendwas. Und egal, ob irgendjemand oder irgendwas da eingetragen ist, muss es jemand geben, der das Ding da versichert. Also muss es einen Eigentümer geben, der in einer physischen Form tatsächlich vorhanden ist. Das Gebäude selbst kann nicht der Eigentümer sein, ja, weil die Stadt oder die Stadt, ja, was ist die Stadt? Die Stadt ist was? Eine Person ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts.
Körperschaft. Körperschaften sind Unternehmen. Ist richtig. Ja. Also auf jeden Fall, Körperschaft haben wir schon gelesen, steht in Wikipedia, kann man nachlesen, eine juristische Person, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Also das heißt, sie geht aus einem fiktiven Konstrukt hervor. Wirklich das mal auf der Zunge zergehen lassen, was diese ganzen Dinge so bedeuten. Wir sehen jetzt so einen Zettel, der verteilt wird von Bediensteten der Stadt oder eventuell auch der Polizei. Und dann wird es da ausgehängt. Und allein wirklich das mal sich auf der Zunge zergehen lassen, was da drin steht. Nicht nur, dass man das immer ne, so liest, ja, die, was weiß ich, statt so und so irgendwelche Schreiben, die man da immer bekommt. Das hat die gleiche Qualität wie das Schild auf der Autobahn. Ja. Wir bitten um Verständnis, das Verkehrsministerium baut für Sie. Finde ich da cool. Dann fahren wir da dran vorbei und denken, na Gott, na gut, Gott sei Dank, macht das Verkehrsministerium irgendwas. Wie darf ich das denn verstehen? Steht das Verkehrsministerium morgens um 7 auf und setzt sich in den Bagger und pflügt den Asphalt rum? Das ist cool, weil die sind so oft und überall. Die beauftragen dann eine Firma, die wiederum Mitarbeiter hat, die dann tatsächlich die Arbeiten verrichten. Also das heißt, stimmt aber die Aussage nicht. Ja, natürlich nicht. Aber wer nimmt denn so Sachen so wirklich so genau, ne? Ja. Also wir gucken uns die dann schon genauer an, weil wir das jetzt langsam einen Blick dafür bekommen. Also du sowieso schon etwas länger, aber tatsächlich sollte man sich wirklich diese Dinge mal anschauen, was das heißt. Ich tue das Ding jetzt. Exemplarisch kannst du das jetzt mal so dahingestellt sein. Ich meine, gut, ich möchte jetzt von den Verfehlungen, die da drin stecken, erstmal gar nicht sprechen. Ja, also da brauchen oder doch, wir können drüber sprechen. Also wenn da drin wirklich Spenden sind, die lebensnotwendig sind, ja da irgendwas aufrechtzuerhalten, was durch die Spenden gewährleistet ist. Ich rede jetzt von Trinkwasser oder von Grundnahrungsmitteln oder Hygieneartikel, irgendwas in der Art. Ja. Und dann maßt sich da einer an, praktisch den Zugriff auf diese Spendenartikel zu verwehren und sie vielleicht sogar noch zu entsorgen. Also das wäre dann schon wirklich. Deswegen ist die Verifikation des Ganzen wäre das wichtig. Also da sollte man wirklich mal gucken, ob man da nicht irgendwie, was weiß ich, irgendwas muss es ja geben. Ja. Also die Aktion muss es was geben, da ist mit Sicherheit jemand da gewesen, hat sein Handy draufgehalten, dass man das sieht, ja, in irgendeiner Form. Aber auch das kannst du schon, wie gesagt, dieser Post, der danach kam, der macht das eigentlich alles zunichte. Richtig. Weil du kannst es jetzt schon wieder nicht mehr glauben, ja, weil wie kann ich um 17 Uhr diese Nachricht kriegen, obwohl um 18 Uhr die Polizei kam? Das passt nicht. Ja. Deswegen, ich bin mittlerweile absolut vorsichtig, auch in den Alternativkanälen, was da rumgetragen wird. Ja? Das nimmt sich langsam vom Irrsinn der Mainstream-Medien nicht mehr viel. Ja? Das möchte ich an der Stelle nur sagen. Nur jetzt wie nochmal, also dass das klar ist. Wenn das tatsächlich der Fall ist und da die Güter entsorgt wurden, die gespendet wurden, das wäre dann auch mal eine Frage, wem gehören denn die Spendengüter? Richtig. Oder wird das zum sogenannten Herrn? Wer hat ein Recht, das zu entsorgen? Ja? Also das ist ja der Hammer an der Geschichte. Also wenn man da einfach sagt, ich verwehre den Zugang. Ja? Das wär schon krass, weil das wäre auch eine Verletzung der Würde. Ja? Das muss man ganz klar sagen. Also ich rede immer von diesen 10%, ja? Diese letzten 10%, die irgendwie noch moralisch betrachtet werden können. Alle anderen Beschreibungen sind haben mit diesen moralischen Entsprechungen nichts zu tun. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und werden dann auch als Würde oder Wert irgendwie betrachtet. Das kann man so sehen. Ich kann immer nur daran erinnern, Nummer 1 kann die Würde nicht definieren. So. Hat er Schwierigkeiten? Gibt es irgendwie Schwierigkeiten, ja. Also die Eindeutigkeit in diesem Wort kannst du nicht herstellen. Ja. Da gibt es. Das kann keiner erklären. Ja. Genau, deswegen habe ich jetzt nichts mehr gesagt, weil das hat er ja auch gemacht. Oder vielleicht wollen sie es auch nicht. Nein, sie können es nicht. Das Nein, sie können nicht. Wollen. Sondern sie wissen es wollen ganz genau. Sie können ja. Sie, ja, sich traut, würde ein, ja. Sie drücken sich. Und ja, es ist so. Und immer dann, wenn es still wird im Blätterwald, ne, dann weiß man, dass man auf der richtigen Fährte ist. Und was mir also noch so auffällt, wenn man das Schreiben noch oder anschaut, also erst einmal komischerweise, da sind keine Diversen gemeint. Also wenn jetzt Diverse da gewesen wären, die sind nicht aufgefordert zum Räumen, von dem man überlegt euch, gut, es ist jetzt schon vorbei, aber das wäre mal so eine Sache, wenn sich da jetzt jemand hinstellen würde und sagt, ich bin gar nichts, bin ich damit gemeint. Ne? So, aber. Ist ja kein Adressat drauf. Also ich. Wen meinen Sie denn jetzt? Wen meinen Sie jetzt, ja?
Nein, 60 männliche, weibliche Personen. Ja, wo, wie welche, was, wo? Spezifizieren bitte. Das ist genau das, was es geht. Ja. Natürlich ist da, das muss man jetzt immer im Gesamtzusammenhang sehen. Da oben ist keine Infrastruktur, da ist gar nichts mehr. Ja. Das ist alles im Arsch. Anders kannst du es ja nicht sagen. Ja. Ja. So, die hängen da alle fest da oben, versuchen das zu retten, was zu retten ist, in irgendeiner Form. Ja. Das ist keine. Ich kann jedem nur, also wirklich meinen absoluten Respekt zollen, der sich da hintraut und mithilft. Ja. Wie gesagt, ich bin auch schon. Ich sitze hier in meiner Hütte und mach mein Zeug, ja, und habe trotzdem im Kopf, dass es da oben, ja, also ich denke auch schon an diese Menschen, das muss ich ganz klar sagen. Und ich finde das auch unglaublich traurig, was da oben gerade abgeht, ja, dass die wirklich so behandelt werden. Ich sage es auf Deutsch, wie der letzte Dreck. Ja. Ja. Und wenn das der Fall ist, dass da Spendengüter weggegangen sind, ja, dann das könnte dann ein rechtliches Nachspiel in der Öffentlichkeit haben, weil ich bin mir nicht sicher, wer das Eigentum an den Spendengütern für sich, weil diese Spenden haben ein Ziel, nämlich die Bedürftigen. Ja? Und die Bedürftigen ist nicht die Stadt. Definitiv nicht. Weil das ist ja die Und juristische Person des öffentlichen Rechts, an die ist das nicht gerichtet. richtig, denen wurde nichts Die gespendet. lebt ja nicht. Na, Ich habe wer jetzt nur mal was weiß, so gesagt. Ja. sein Kopf nicht. Die Definition der juristischen Person lautet ja, juristische Personen sind keine Menschen. Was sind denn juristischen Personen überhaupt, ja? Also wir könnten jetzt auch über Das natürliche ist ja Personen das. sprechen. Ja. Genau. Rechtlich gesehen kannst du die juristische Person als eine Art Simulation beschreiben. Ja? Es gibt vier Merkmale für die juristische Person. Vier. Also erst einmal, ne, sie muss irgendwo in einem Register drin stehen. Ich sag vier. Ach so, ja, ach, die vier, ja, gut, okay. Hier, ja, ist nur Zufall. Okay. Ja, danke, ich bin jetzt wieder kalt erwischt worden. Ich bin heute auch nicht mehr ganz so fit. Ist egal. Wir sind, wie Aber wir ja. sind. Also hier. Das Erste, was es braucht, ist eine. Jetzt kommt's. Du kannst es eigentlich nur noch mit Gebrüll ertragen. Ja, das geht's nicht mehr. Ja, du brauchst Organe, Organe. Leber, Milz, Lunge, Herz, Dünndarm. Hirn auch? Ist das ein Organ? Nein, zählt nicht zu den Organen. Zählt Also nicht zu den Organen, bist du sicher? also aus meiner Sicht gehört Gehirn nicht zu den Organen, aber ich werde das gleich mal gucken. Nein. Das wäre jetzt mal spannend, ob das Hirn zu den Organen zählt. Warte, man kann nicht sein, weil wenn der Lauterbach den Kermit der Frosch, ja, dann kann Hirn kein Organ sein. Eine Person des öffentlichen Rechts ist, was er ja ist, weil er tritt ja auf. Ja, Entschuldigung, sollte das jetzt. Nein, das ist schon wieder böse. Also, Schaltzentrale unseres Körpers. Also in vielen öffentlich-rechtlichen Dingen eher nicht. Nein, Denk- und Gefühlszentrale von Organ steht da. All doch das komplexeste Organ des menschlichen Körpers. Gut, okay. Also Hirn ist ein Organ. Genau. Also juristische Person braucht Organe. Jetzt welche Organe? Wird nicht definiert. Da gab es einmal in Bayern so eine schöne, oder warte mal, war es in Bayern 3 oder war es auf Antenne Bayern, so eine schöne Serie, die Bockensacks. Ja, vielleicht der ein oder andere Franke wird sich Eine daran Liebe. erinnern. Und am Schluss heißt es immer, weil das die in der Metzgerei, die sprechen da sehr viel Fränkisch, und am Schluss heißt es immer, wo ist denn das Hirn? Ja, und dann sagt der, was sagt der hinten raus? Na, da, wo es hingehört. Kann jetzt nur der Franke verstehen, kann man sich immer anhören. Metzgerei Bockensack, also da ist das mit dem Hirn gemeint. Ne? Okay. Ja. Und Also, wo waren wir jetzt? Beim Organ, ne? bei den Organen der juristischen Person, jetzt haben wir schon mal einen Bereich definiert. So, Jetzt das haben wir noch zweite ist die drei weitere. Fremdorganschaft. Fremde Organschaft. Ja. Fremdorganschaft, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade am Googeln, was das Organ ist, laut Wikipedia. Guck mal, was ein Fremdorgan ist. Fremdorgan. Fremdorgan.
Fremdorgan schafft, ist im Gesellschaftsrecht bei Kapitalgesellschaften das Prinzip, dass die organschaftliche Vertretung der Gesellschaft von ihren Gesellschaftern losgelöst sein kann und außenstehende Organwaltern übertragen wird. Gegensatz ist die Selbstorganschaft. Die Fremdorganschaft ist als Selbstorganschaft nicht strikt anzuwenden. Versteht kein Schwein. Weil Gesellschaften allgemein ist, ne? Stellt sich allgemein die Rechtsfrage, wenn sich schon mal eine Rechtsfrage stellt, also wir fragen die Fiktion, kann nicht widerlegt werden oder verifiziert werden, das ist jetzt zumindest so meine Geschichte, wenn ihrem Organ als Vorstand oder Geschäftsführer tätig werden darf. Hierfür bieten sich vor allem Gesellschafter an, man höre das Wort Gesellschafter, denn sie tragen mit ihrem Eigenkapital auch das Unternehmerwagnis. Das Gesellschafterrecht hat sich dazu entschieden, ist mal interessant, wie sich ein Gesellschafterrecht zu etwas entscheiden kann, seit wann hat es einen eigenen Willen, diese Frage von der Art der Gesellschaft, Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft abhängig zu machen. Also unterscheiden kann es auch noch. Ja. Unglaublich. Also was da drin steht, ich glaube, mich reißt jetzt gleich weg. So wie kannst du gar nicht saufen, dass du dir sowas ausdenken kannst? Nee, kannst du auch nicht. Das ist echt der krasse Moment. Jetzt Moment, ich gucke gerade nochmal was an. Ah, jetzt verstehe ich das. Also, und die Fremd- oder die Rechtsfragen, das heißt, die Geschäftsführung kann woanders herkommen. Also, wir können das jetzt auch vielleicht mal für die Leute, die jetzt da nicht so drin sind. Wenn du eine Körperschaft hast, die kann für sich stehen. Also da gibt es ja Gesellschafter drin, weil sonst wäre es keine juristische Person. Also irgendjemand muss da drin was reingegeben haben. Aber nach meinem Verständnis ist es dann so, ich kann jetzt außen jemand beauftragen oder der beauftragt sich selber. Das ist jetzt so die Frage. Nennen wir es mal so, es ist eine Firma und da gibt es einen Rechtsanwalt, der aber mit der Firma gar nichts zu tun hat, der handelt richtig, aber dann beauftragt. Das ist das Fremdorgan. Ja, und der gehört dann nicht dazu, sondern der tut es für Geld oder irgendwas anderes. Das ist dann die Fremdorganschaft. Ja. Wie geht es jetzt? Das wäre beim Menschen, wie wenn du nur noch von außen durch eine Lungenmaschine beatmet wirst. Ich glaube, dieses Beispiel würde da passen. Genau. Ja. So, dann haben wir als dritten Punkt die Fähigkeit selbstständiger gemeinsamer Interessenverfolgung. Das ist jetzt schon wieder spannend. Was ein Hinweis darauf ist, dass eine juristische Person niemals einzeln dastehen kann. Also juristische Personen sind keine Menschen. Ja, Fakt. Kann es nicht sein. Personen sind auch keine Menschen, aber das auch nur so am Rande. Ja, da gibt es differenzierte Meinungen. Aber lassen wir mal so stehen. Ja? Also die Fähigkeit selbstständiger Interessenverfolgung, ja, gemeinsamer Interessenverfolgung. Das gemeinsam ist es dann schon wieder. Ja? Also das heißt, die Stadt als juristische Person braucht die Fähigkeit einer gemeinsamen Interessenverfolgung. Das heißt, im Sinne dessen, was der Geschäftszweck der Stadt darstellt. So, und jetzt, da liegt, glaube ich, der Hase für mich im Pfeffer. Ja? Und das Letzte ist dann die Durchgriffshaftung. Das Trennungsprinzip der Haftung. Ja? Da gibt es ein Trennungsprinzip. Und jetzt ist die Frage, wie sind denn die Spendengüter da einzuordnen? Wenn man die Stadt als Verfasser des Schreibens betrachtet, die dann sagt, wir haben das Eigentum am Grund und Boden und dann dürfen die Spendengüter nicht behalten. Die müssten das einfach nur auslagern, irgendwo anders hin. Die gehören ihnen ja nicht. Die gehören ihnen nicht. Ja, das ist nicht an die Stadt gegangen. Also ist die Stadt in dem Moment, das kannst du fast sagen, begeht in dem Moment eine Art... Normalerweise fällt mir jetzt das Wort Treuhandbruch ein, weil es Ihnen ja... Ich habe auch an Treuhandbruch gedacht, aber das ist nicht das Richtige. Das passt nicht ganz, weil normalerweise, das müsste Ihnen übergeben worden sein in Form einer Liste oder irgendwas anderem, dass man irgendwas sagt, anderes, okay, das muss was anders sein. Also, ich denke auch, diese Spendenaktion ist ja also das Gebäude braucht ja nichts. Ja. Das braucht ja kein Wasser und keine Nahrung, oder? Da wäre nicht so sicher. Die Person ist kein Mensch, also kann die nichts damit anfangen. Ja, das ist definitiv vom Recht so definiert. Bestimmt. Das stimmt. Also gibt es nichts, was diese juristische Person braucht im Sinne von Bedürfnissen. Also handelt die Stadt
in, über die juristische Person. Aus meiner Sicht gemäß ihrer eigenen Statuten rechtswidrig. Richtig. Das ist für mich Diebstahl. Und zwar unter Ausnutzung auch der Lage. Das kommt noch mehr dazu. Da kommt noch mehr dazu, ja. Weil das Verwehren, ja, also wenn es wirklich so ist, nochmal, ich möchte das ganz klar nochmal sagen, wir können es nicht verifizieren, ja. Wir gehen das jetzt rein mal theoretisch durch, das Ganze. So, und wäre für mich auch mal spannend zu fragen, wer steht denn eigentlich im Grundbuch drin? Tja, das können wir euch jetzt nicht beantworten, weil wir diesen Grundbuch ein oder weil wir dort. Ganz juristische Personen ins Grundbuch eintragen, das geht schon, aber. Das geht schon, aber wir können nicht nachschauen, das wollte ich damit sagen. Also wir können es nicht verifizieren. So ist das. Und das Grundbuch wiederum müsste ja einen Hinweis darauf geben, wer eigentlich für diese Stadt dann zeichnen darf, weil der im Auftrag kann es nicht sein. Der kann es nicht sein. Der kann es nicht sein. Also es muss jemanden geben, der diese juristische Person letztendlich auch mit, jetzt mal gut zuhören, mit Leben erfüllt. Damit bestimmte Tätigkeiten durchgeführt werden, weil die Stadt kann ja nichts. Die kann nichts. Stadt ist eine Bezeichnung auf einem Blatt Papier, auf einer Landkarte, wie auch immer. Wenn ich mir jetzt überlege, durch wen es vertreten wird, ich habe das Impressum offen. Also Herausgeber des Impressums ist die Stadtverwaltung. Da haben wir auch schon wieder einen weiteren Begriff. Ja. Na, Bad 9a Ahrweiler, Hauptstraße. GmbH oder was? Ahrweiler 9a Ahrweiler, genau. Na, die Stadt Bad 9a Ahrweiler ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, das haben wir schon. Und sie wird vertreten durch den Bürgermeister Guido Orten. Ja, kann man lesen, steht auf der Impressumsseite. Und dann sind natürlich die Hinweise noch und Bildnachweis und bla 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 und Labersitz, was man halt also braucht. Und jetzt haben wir schon mal einen Bürgermeister, der, aufpassen jetzt bitte, als Stadt auftreten kann. Ja? Jetzt wäre natürlich als erstes mal die Frage, ist denn das so, dass tatsächlich der jetzt hier auftritt als Bürgermeister, wobei das jetzt nicht als Stadt ist, sondern als Bürgermeister, deswegen müssten wir auch mal gucken, wie das dann genau ist, weil der tritt ja dann für die Bürger auf. Und die Bürger müssten dann jetzt, wenn man das weiterspinnt, ja eigentlich wiederum die Gesellschaft sein, die diese Stadt bildet. Korrigier mich, wenn ich mich jetzt irgendwo verlaufe. Und wenn ich jetzt... Die Organe. Die Organe, genau. So, und jetzt müsste doch mal die Sache sein, dann ist also der Bürgermeister der Sprecher, gewählt, gehen wir davon aus, von den Bürgern für diese Stadt. Und der sagt jetzt, die sollen das Gebäude rennen. Sind die wirklich alle dafür? Könnten wir mal eine kurze Umfrage abhalten. Das wäre auch eine Idee, ja. Oder wie sehen die das? Genau. Wenn die, ist die, wie wird diese Interessenvertretung oder wie wird die Vertretung denn gemanagt? Gibt es da Mehrheitsbeschluss oder was ist das? Wie wird das gemacht? Ja, haben sie einen Beschluss gefasst? Da steht ja auch gemeinsame Interessenverfolgung. Das heißt, es muss ja durch irgendeinen Willen geprägt sein. Irgendjemand muss den Willen ja haben, dass das Interesse verfolgt wird. Das, die Stadt kann nichts. Das muss immer durch Menschen betrieben werden. Juristische Personen sind keine Menschen, also wird für dieses Konstrukt etwas entschieden. So, und jetzt ist die Frage A, wer hat das Recht, über das Grundstück zu entscheiden? Ja, da muss es einen Menschen geben, der irgendwie das für sich einklagen kann. Und B, wer hat das Recht an den Spendengütern? Ja. Weil die Stadt ist nicht der Empfänger. Es ist... Das ist ungefähr so, wie wenn du dein Auto beim Nachbarn in die Garage stellst und der macht einfach die Garage zu. Deswegen gehört ihm das Auto nicht. Hast du vielleicht vorher noch gefragt, ob das da gelagert werden kann? Da gab es bestimmt ein Jahr oder irgendwas und dann macht er die Garage zu. Weil das geht ja nicht ungefragt dahin. Oder es wurde einfach, das kannst du auch nicht verifizieren. Du kannst nicht sagen, wie die Spendengüter da reingekommen sind. Ja? Wurde da gefragt oder nicht? Aber da hätte man im Vorfeld auch sagen können, bitte hier nicht, bitte woanders. Ja? Also aus irgendeinem Grund. Ja? Also irgendwo stimmt da die Kommunikation nicht. Irgendwas passt da nicht. Ja. Und dann sind wir tatsächlich wirklich bei dem Thema, wenn es so ist, ein Schulgebäude. Und ich kenne jetzt den Fan-Kalender von Rheinland-Pfalz nicht. Aber es ist zumindest zu vermuten, dass die noch Fan haben. Ja. So. Weil es heißt ja, um den Schulbetrieb wieder aufzunehmen. Ich denke, dass
es dort in Ahrweiler und Bad Neuenahr im Moment ganz andere Probleme gibt, als dort vielleicht jetzt den regulären Schulbetrieb innerhalb kürzester Zeit. Wenn du da einen Schulbetrieb aufrechterhalten willst, da kann doch keiner mehr fahren, das ist alles am Arsch. Wie soll denn das laufen? Da fährt doch kein Schulbus und nichts. Ja, du, da müssen halt die Kinder mal den Rucksack schneiden und durch den Schlamm dahin gehen. Also Schulpflicht muss eingehalten werden, ja? Oder was? Ja, also. Kanuten, ne? Olympia lässt grüßen. Ja, also es sind eigentlich Dinge, wo ich sage, das passt alles nicht, ja? Passt, da passt nichts. Nee. Also ich auch. Also ich habe erst das Schreiben gelesen, habe gedacht, okay, puh, dann wurde ich gefragt, meine Meinung dazu, und dann habe ich so ein bisschen was referiert und kurz drauf kam dann dieser andere Post, ja, mit um 17 Uhr bekam ich die Meldung, dass um 18 Uhr die Polizei kam, was ja nicht geht. Also da wie gesagt, wir können es nicht verifizieren, ja. Es geht nicht. Da ist auch Markus Heinz schon wieder gefallen als Name. Also, was einfach auffällt, wir haben die Situation ja beobachtet. Vor 2 Wochen ist das Ganze passiert. Ne? Also Wochenende oder beziehungsweise vor halt 10 Tagen sind es jetzt, glaube ich, ne? Oder 11 Tage. So. Und dann das Erste, was man gesehen hat, dass sich tatsächlich hier die Landwirte aufgemacht haben, um dort erst einmal eine Ersthilfe zu leisten. Und dann hat es etwas länger gedauert, bis tatsächlich, nennen wir es mal, staatliche Strukturen überhaupt gegriffen haben. Geschweige denn dort tatsächlich innerhalb kürzester Zeit aufgetaucht sind. Das hat gedauert. Jetzt sehen wir natürlich, Bundeswehr hat Brücke gebaut, dann, was weiß ich, THW wurde dann eingesetzt und sonst was und hin und her. Und bloß wenn ich mir das anschaue, wie lange das gedauert hat, und dann geht man auf diese wirklich wohlmeinenden Menschen los und egal von welcher Seite das kommt, egal ob das jetzt von rechts, links, oben, unten kommt, alleine diese Situation zu politisieren, ist etwas, ich würde es fast sagen, ein Akt der Grausamkeit. Es ist fürchterlich. Es ist ein Frevel, so nannte man das früher, es ist ein Frevel. Fürchterlich. Guck mal, was ein Frevel ist. Das Unglück von Menschen so wirklich auszunutzen, das ist, warte mal, ich schaue nach. Oder ein Sakrileg, kannst du auch sagen. Frevelbedeutung. Also, ich lese vor: Verstoß gegen die göttliche oder menschliche Ordnung aus bewusster Missachtung. Bewusster, das ist ein Frevel. Auflehnung oder aus Übermut. Ein gotteslästerlicher Frevel. Ja. Übermut wurde damit auch bezeichnet im Mittelalter: Gewalttaten oder bösen Willen. Wer ihn begeht, frevelt. Und genau, das ist also schon mal, denke ich, eine ganz klare Ansage. Und das Sakrileg, das tun wir auch noch anschauen, damit ist jetzt nicht das Buch von Dan Brown gemeint. So, warte mal, Bedeutung, Sakrileg. Vergehen, Frevel gegen Personen, Gegenstände, Stätten. Personen ist wieder so eine Frage, wie das geht, aber egal. Ja, denen religiöse Verehrung. Die Bezeichnung der Personen, ja. Die Kirche ist übrigens die Kirche ist der Erfinder der juristischen Person. Ja. Die hat auch nur einen anderen Namen. Die hieß früher anders. Die hieß moralische Person. Ja. 1500 und ein paar zerquetschte. So ist das. Wir können ja noch ein kleines, ich weiß nicht, ich habe das letzter Zeit öfters mal wiederholt. Habe ich das eigentlich schon erzählt mit diesen Privatpersonen? Haben wir das schon öffentlich besprochen? Nee, ich glaube nicht. Aber wenn nicht, dann mach es lieber zum zweiten Mal. Ich denke, das können wir gar nicht oft genug wiederholen, sowas. Also, da taucht in letzter Zeit also immer öfter mal dieser Begriff der Privatperson auf. Das, es wird auch in, es ist so abartig, wenn du darüber nachdenkst. Ja, die Privatperson. Übrigens, ich will an der Stelle nochmal was, soll ich was sagen? Nein, okay, ich sage nichts. Die Privatperson, ja. Die hat schon vielleicht ein oder andere gehört, vielleicht benutzt das auch der ein oder andere. Ja, du bist ja als Privatperson und so weiter. Ja, aber was heißt denn das? Also das ist ein Begriff, den gibt es eigentlich nicht. Der stellt einen Bezug her, der sich nicht herstellen lässt. Ja, eine Privatperson existiert nicht. Ja, die gibt es nicht. Der Witz an der Geschichte ist, wenn du die Privatperson untersuchst, also du gehst in die
in die Bedeutung dieses Wortes rein, ja, da landest du plötzlich bei beim Idioten. Die Idiotas aus dem Griechischen. So ist das. Der Idiot ist kein Schimpfwort. Ja, also das ist kein Schimpfwort. Ja, das ist etwas, also früher habe ich auch gedacht, wenn du beim Auto fahren, wenn du die Vorfahrt klaut, dämlicher Idiot, oder hinterm Steuer brüllst, ja, so irgendwie die Art, ja, das rutscht ja immer so raus, aber das ist kein Schimpfwort. Das muss man an der Stelle mal ganz klarstellen. Das ist kein Schimpfwort. Wenn es als Schimpfwort betrachtet werden würde, ja, dann müsste jeder, der das Wort Privatperson gegen einen verwendet oder für einen verwendet, ja, Gefahr laufen, dass er eine Strafanzeige wegen Beleidigung riskiert. Ja. Der Idiot ist kein Schimpfwort. Das hat einen griechischen Ursprung, kommt von den Idiotas. Und die Idiotas, das waren die, die an dem Aufbau der griechischen Demokratie im Altertum kein Interesse hatten. Die so auf Deutsch, weißt du, ja, macht ihr mal euren Staatskram, ich muss hier mein Gyros essen. So in der Art. Ja, also die sich einfach rausgehalten haben aus der Geschichte. Ja. Ja, und das wurde dann eben umgedeutet in Idiot, Idiotin. Ich weiß nicht, wie es in Zukunft dann geschrieben wird. Du hast den Doppelpunkt vergessen. Ja, werde ich immer vergessen, glaube ich. Jemand, dessen Verhalten, Benehmen als in ärgerlicher Weise dumm oder ähnliches angesehen wird. Und dumm kann ja auch bedeuten, nicht scharfer Verstand. Also sprich, dass man Dinge nicht wahrnimmt. Ja. Und das ist schon interessant, wie dann eben Begriffe so umgedeutet werden oder verwendet werden. Also immer wieder auch die Aufforderung, guckt euch einfach mal auch aus dem eigenen... Geläufige Begriffe an, das, was man so tagtäglich verwendet. Ja. Da liegt meistens der Hase im Pfeffer. Richtig. Und auch der Hinweis immer wieder, wie du das auch so schön gesagt hast mit der Würde, du findest für ein Wort 5, 6, 7, 8, 9, 10 Begriffsdefinitionen, juristisch, religiös, hast du nicht gesehen, was weiß ich, wissenschaftlich und so weiter und so fort. Und das ist echt so eine Geschichte, wenn man sich wirklich mal überlegt und sagt, okay, mit wem spreche ich jetzt gerade? Also mal als Beispiel, du bist da auf der Straße und jetzt kommt ein blau Uniformierter an und da müsste man den erstmal fragen, bevor irgendwas... Was benutzen Sie denn? Ja, Moment, in welcher Sprache reden wir jetzt? Also Welches Wörterbuch benutzen Sie jetzt? Mensch, Juristendeutsch, Polizeideutsch, wie auch immer, gibt es ja verschiedene Sachen. Ich bin der Sprache Deutsch zwar mächtig, aber ich beherrsche sie nicht. Also bitte, welches Wörterbuch benutzen Sie? Geben Sie mal zu, dann wird er wahrscheinlich erst mal gucken wie ein Auto. Und aber es ist wirklich so. Ja. Juristendeutsch, habe ich auch immer wieder drauf verwiesen. Kauft euch mal. Jetzt haben wir wieder was gesagt. Oh. Ja Gott, wir sagen vieles. Einige Leute nehmen es wahr und gucken uns bis zum Ende. Nein, Spaß. Und es sollen ja auch immer wieder Denkanstöße sein. Also nicht, dass wir jetzt da irgendjemand vor Hunde piepeln wollen oder irgendwas. Aber das ist wichtig. Und es wird immer Sprache ist das Mittel dazu, ja. Ich kann das nur immer wieder sagen. Also die Fähigkeit, dass wir Gedanken in Wörter transportieren können, die birgt halt auch Gefahren, ja, weil die Eindeutigkeiten sind es einfach, ja, die du nicht findest, ja. Und die Sachen, die eindeutig sind, die sind klar. Da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Aber das ist in der Sprache eigentlich relativ schlecht herzustellen, ja. Das muss man klar sagen. Weil was für mich eindeutig ist, ist für jemand anders vielleicht absolut zweideutig. Kann ja sein. Eindeutigkeiten gibt es nur bei ganz, ganz wenigen Begriffen. Ja? Ja, richtig. Fällt mir jetzt bloß gerade wieder keiner ein. Das war auch super, so ein Punkt. Warum haben wir so wenige Eindeutigkeiten im Kopf? Das ist der Grund, warum man früher ganz anders gesprochen hat. Da gab es das nicht in der Form. Also Sprache hat sich ja auch verändert. Ja. Und jetzt kommt ja diese Gender-Geschichte da noch rein, ja, dass man das alles noch weiter verklausuliert und noch abartiger darstellt. Ja. Es wird ja für uns wird das ja ein Ding sein, da gehen wir wahrscheinlich nicht mit, ja. Aber all die jetzt in der Schule sind und da praktisch erzogen werden, ja, die werden irgendwann so sprechen. Und da wird es logisch wieder sprachliche Konflikte geben in der Familie wird das anfangen, ja. Also. Du hattest da vorhin im Infoabend, hattest du das so was Schönes erwähnt, wo du da deine Urgroßmutter noch erwähnt hast. Ja. Und wo du dann auch gesagt hast, wie die sich, also wie Mutter und Tochter sich unterhalten haben. Ja.
Genau, wie die sich angesprochen haben. Das war sehr, 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 sehr spannend. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich meine Urgroßmutter bis zum 30. Lebensjahr habe ich die gehabt. Ja, also bis zum 30. Lebensjahr war meine Urgroßmutter praktisch physisch vorhanden. Und du konntest, also sie war auch fit, konntest auch mit der wunderbar Gespräche. Also es war wirklich schön, ja, das auch zu erleben. Also ich habe die lange, 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 hat die mich begleitet, ja. Die Urgroßmutter, also die Mutter meiner Großmutter. Und da war im Umgang mit den beiden war die Sprache ein Mittel, das ist sofort aufgefallen. Also da hast du anders gesprochen. Die haben sich nicht mit du und so angeredet, sondern kam immer das ihr, ja, oder euch, ja, so diese alte Formulierung, ja, also so, wie geht's euch? Habt ihr gut geschlafen? So auf die Art. Und wenn man sich das mal überlegt, ja, und man kann es auch mal selber testen, ja, dass man aus diesem du immer das ihr macht, ja, so kennen wir das noch aus alten Filmen, wie der König angesprochen wird oder die Königin, ja, die werden ja auch mit ihr angesprochen, ne? Das war die Art, wie die damals gesprochen haben. Ja. Und da bist du in einer ganz anderen, wie soll ich sagen, in einer ganz anderen Perspektive. Ja. Also die Sprache verursacht dann praktisch rückwirkend. Ja. Das strahlt dann zurück. Ja. Also auf mich hat das so gewirkt, dass es das Zurückstrahlen. Ja. Also die Art, wie die gesprochen haben, das war, wo ich klein war, habe ich gedacht, die sind irgendwie komisch. Ja. Weil meine Eltern haben sich so nicht unterhalten, ist klar. Ne. Je älter man aber wurde, ja, dann habe ich das auch übernommen irgendwann und habe dann gewusst, wenn ich da hinkomme, dann schaltet sich das irgendwie automatisch ein. Und dann war aber auch eine andere Qualität im Sprechen. Du hast automatisch wohl überlegt, was du sagst. Das will ich damit sagen. Also du warst in einer ganz anderen Findungsphase der Wörter. Ja. Also da hast du nicht einfach rausgeplappert irgendwas, ja, oder so wie heute irgendein Hasskommentar über WhatsApp rausgeschlagen, also, so was weiß ich, Fossibert 1973 schreibt, du blödes Arschloch. Ja, und sowas in der Art und weiß ganz genau, dass keiner zuordnen kann, wer er ist. Du lachst schon wieder. Und das weiß ich nicht. Ne? Ist so, keine Ahnung. Ne? Ja, vor allem noch was. Wir sind ja heute auch schon wieder so weit, dass man oft hergeht und sagt, Mensch, vor allem jetzt, ich sag mal, auch in den alternativen Kreisen oder wie auch immer, dass man also von dem Sie sehr schnell weggekommen ist. Und ich habe früher noch gelernt, auch jetzt, wenn man mal von dem Geschäftlichen ausgeht, mit dem Sie transportierst du einfach noch eine gewisse Würde, Abstand. Ja. Den du auch immer einhältst, auch wenn du eng und lang zusammenarbeitest. Also ich hatte so einen Fall, ich hatte jahrelang wirklich einen engen Partner. Wir haben uns niemals geduzt, sondern es war immer das Sie. Damit war natürlich auch wenn man dann nochmal Freizeitaktivitäten oder irgendwas anderes unternommen hat, sondern es war immer ein gegenseitiger Respekt. Und es, wie sagt man so schön, es sagt sich wesentlich schwerer, Sie Arschloch, als du Arschloch. Und das, genau in dem Punkt sind wir ja, dass das so, dass diese Distanz rausgenommen wird. Und diese Ehre, die man gegeneinander, dem Menschen gegenüber erbringt, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Viele können mit dem Begriff ja gar nichts mehr anfangen. Nein. Ehre alleine, ich meine, wenn man sich nur mal überlegt, heute findest du es fast nicht mehr. Aber ich habe ja auch mal eine Vergangenheit an der Universität genossen und habe dort auch Studentenverbindungen kennengelernt. Und zumindest, man kann jetzt über Studentenverbindungen sagen, was man will, aber dort wurde das auch etwas gekünstelt, aber durchaus sehr auf Ehre Wert gelegt. Und dass man hier sich mit Sie angesprochen hat, darauf hat man geachtet. Also sprich, junge Studenten, wo du irgendwo in der Uni, ey, du, Servus, hi und sonst was, nein. Die Farbentragenden haben sich immer mit Sie angesprochen. Ja? Sie, schön, dass Sie da sind, trinken wir einen und so weiter. Das war etwas ganz Ungewöhnliches. Ich weiß nicht, ich denke, heute ist es immer noch so. Aber man hatte eine gewisse Ehrerbietung. Und wenn dann dort irgendwelche Wörter gefallen sind, manchmal hat man das natürlich auch absichtlich gemacht, dann kam es dann sehr schnell zu Ehrstreitigkeiten. Also man hat die vielleicht auch jetzt mal eher in einem Bierstreit ausgetragen, der dann durchaus auch sehr körperlich anstrengend werden konnte.
Aber man hat es durchgezogen bis zum Ende. Also mal mehr oder mal weniger. Ne? Und andere Studentenverbindungen, das sind die schlagenden Studentenverbindungen, die haben dann auch tatsächlich sich gegenseitig duelliert. Nicht in der Absicht, den anderen jetzt ernsthaft zu verletzen oder irgendwas, sondern tatsächlich, um diese Ehre wiederherzustellen. Alleine dieser Ehrbegriff, wenn man sich das mal vorstellt. Und dann liest man solche Schreiben, wo ist da noch Ehre, frage ich mich. Ja, also gegenüber meinen Mitmenschen, sondern das ist ja für mich nur noch ein Hohn denen gegenüber, die jetzt hilfsbedürftig sind. Da mache ich jetzt mit so einem Schreiben, was ich da auslöse. Das ist die Gefahr, ja. Weil das ist unglaublich. Da falle ich jetzt mal ins Wort, weil genau das entsteht da draus. Ja? Das Schreiben ist kalt. Es ist kalt. Ehrlos. Nein, es ist kalt. Ja. Da ist nichts Menschliches drin. Ja? Also da ist keine Emotion, kein Verständnis, nichts von dem, was wir im zwischenmenschlichen Bereich, im Umgang miteinander irgendwie erkennen können. Da ist nichts davon drin. Ja? Wenn du das liest, dann ist es das, was ich immer sage. Es ist kalt, digital, es ist Kommerz. Ja? Das ist kalt. Ja? Ja. So, eiskalt sogar. Und der Punkt ist, ja, gibt es das Recht dazu, diese Kälte zu transportieren? Und das wird die Sachlage entscheiden in der Öffentlichkeit, also auf dem Öffentlichen. Wir reden über den öffentlichen Zustand. Privat ist das nochmal eine andere Geschichte, ja, aber die Öffentlichkeit, ja. Und da gilt es jetzt einfach zu klären, wem gehören die Sachspenden? Das ist das, was da die Rolle spielt, ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Eigentums- oder Besitzanspruch, ja, wichtig, ja, ein Eigentums- oder Besitzanspruch von Seiten dieser juristischen Person überhaupt bestehen kann. Richtig. Geht nicht. Geht nicht. Kann gar nicht sein. Dann müssen sie es vors Grundstück stellen und dort stehen lassen. Ja. Ja, ausräumen. Weil die Güter, die da drin sind, sind für explizit Spenden, sind für die Flutopfer. Und die Stadt ist nicht das Flutopfer. Ja, das sind die Menschen. Die Stadt ist eine juristische Person. Es wird ja klar gesagt, juristische Personen sind keine Menschen. Sie werden nur durch Menschen befeuert. Ja, so muss man das sagen. Richtig. Also, das ist, glaube ich, die Frage, um die es hier geht. Ja, und jetzt nochmal, wir können nicht verifizieren, was da eigentlich gelaufen ist, weil dieser Post, ja, der danach kam, dreht die Sache ins Unglaubwürdige. Das kommt noch mit dazu, ja. Also, es ist jede Aussage, die wir hier treffen, eigentlich nur rein fiktiv zu betrachten. Anders kannst du es nicht sagen, weil wir schwimmen genauso im Dunkel, im Nebel rum wie alle anderen auch. Ja. Und die Gefahr, die jetzt da drin liegt, ist, dass aufgrund dieses Posts, ja, dort irgendwas Chaotisches oder auch Gewaltmäßiges passieren kann, ja, voraussetzt. Und da möchte ich nicht die Verantwortung dafür tragen, weil ich kann das nicht ablesen daraus. Ja. Das kann ich nicht. Es wird gehetzt. Ja. Und es werden ganz bewusst solche Dinge aufgebaut. Beide Seiten tun das gerade. Und ja. Da kann ich jetzt nur an den Bernhard erinnern. Weil genau das ist das, was wir was wir gestern in diesen 52 Minuten da bequatscht haben. Video anschauen. Werden wir jetzt nicht wiederholen. Ich habe es auch noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ja, das muss ich bekämpfen. Ja. Klar. Du musst doch diese Spannung erzeugen. Ja, das muss ich selber zerlegen. Und tut's einfach. Das Einzige, was du tun kannst, ist einfach zurücktreten. Wirklich. Machen lassen. Machen lassen, gucken, beobachten. Wie es ist gerade. Ja, also wirklich diese Beobachterrolle einnehmen und dann gucken, was passiert denn da. Ja. Und Das wird oft auch vom Sunny in Verbindung, die Punkte wird das oft gesagt. Also, wenn ein Feind dabei ist, sich selbst zu zerlegen, dann sollst du ihn dabei nicht stören. Ja. Richtig. So, und das ist aber nur die Hälfte. Vor allem geh aus dem Getümmel raus. Ja. Misch dich da nicht ein, lass dich nicht mit reinziehen. Nicht mit reinziehen. Du wirst mit untergehen. Oder zumindest nicht unbeschädigt aus der ganzen Sache herauskommen. Ja, also die Gefahr ist einfach zu groß, weil da tobt gerade was auf mehreren Ebenen. Ja.
Also nicht nur auf der Welt, die wir hier sehen, ja, das ist mit Sicherheit der Fall, ja, das sehen wir ja auch alle, was da abgeht, ja, und aber das spielt sich doch auf anderen Ebenen ab, ja, da sich da einzumischen wäre, kann ich nur jedem raten, ne? Deswegen Aufmerksamkeit nach innen, da gehört sie gerade hin, nach innen, ja, nach innen gucken, genau, ja, Rückwärtsgang, nicht im Sinne von Flucht, nein. Nein, nein. Rückwärtsgang im Sinne von. Sagen wir es mal so. Im Sinne der Bewertung. Und auch zurückzutreten, die Augen aber da drauf lassen und damit aber auch ein größeres Sichtfeld bekommen. Und dann wirklich. Kannst ja machen. Du kannst ja gucken und rückwärts gehen. Das kannst du tun. Ne? Und dann wird automatisch der Fokus größer, ja. Wenn du zu dicht dran bist, ja, dann siehst du die meisten Dinge nicht. Ja, ja, erstens das. Und zweitens, auch mit einem gewissen zeitlichen Abstand. Und das ist jetzt auch wieder ganz wichtig, dass man sagt, okay, es wird was hochgekocht oder es explodiert vielleicht eine Situation oder es steht kurz vor der Explosion, zurücktreten und dann wirklich beobachten, dass man auch mitbekommt, wo sind denn die auslösenden Punkte gewesen, um das dann später auch wirklich einmal für sich durchzugehen. Also wir hatten ja eine Situation, wo sich genau sowas entladen kann. Irgendjemand hat irgendwas gesagt über irgendeinen anderen. Und dann plötzlich hast du eine Situation, die du nicht mehr kontrollieren kannst. Das kennen ist wir. Richtig, ja. Aber genau das ist ja gerade das, was mit diesem Schreiben auch entstehen kann. Ja, also, ja. Das meine ich damit, ja. Und jetzt kommt ein Post, der sich selber eigentlich widerlegt, ja, wo du sagst, jetzt hast du das, du hast keinen Bezug zu sagen, ist das eine Wahrheit, ist es nicht eine Wahrheit, ja. Und das alles zusammen, ja, aktuell im Moment, ja, also ich empfinde das eher so, dass momentan sich, wie soll man das sagen, offensichtlich viele Impulse da draußen sind, ja, die noch mehr in dieses Getümmel da ziehen wollen. Oder darf ich da ganz kurz eine Situation noch einfügen, die mir gerade einfällt? Es ging doch auch eine Meldung rum, ich glaube, das war jetzt letzte Woche, wo das für große Aufregung gesorgt hat, dass tatsächlich es ja hieß, es sind Impfbusse auf dem Weg. Ja. So, jetzt haben wir natürlich dieses Narrativ alle im Moment extrem dauerpräsent. Für den einen ist es die Rettung von allem und für viele andere ist es einfach nur ein rotes Tuch. Und was war dann? Es wurden also, diese Meldung kam raus, dann wurde es sofort damit verbunden, aha, es muss ja, keine Ahnung, jetzt die Leute dort unbedingt alle, was weiß ich, geschlumpft werden. Was sich aber rausgestellt hat, zumindest das, was ich mitbekommen habe, dass dort freiwillige Tetanusimpfungen gegen Verletzungen angeboten worden sind. Also es wird wieder nur die halbe Wahrheit erzählt und es nutzt wieder eine Seite, um daraus wieder ein Narrativ aufzubauen, um nochmal Öl ins Feuer zu gießen. Ja. Und das sind so die Gefahren, die ich im Moment sehe. Also das ist sicherlich nicht ganz unwillkommen passiert, diese ganze Sache, weil du damit 2 Wochen lang und wahrscheinlich noch 2 weitere Wochen lang die Gazetten füllen kannst. Und damit kannst du wieder spalten. Ja? Auf der einen Seite hast du eine unheimliche Welle der Solidarität ausgelöst. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt dann solche Meldungen bekomme und sage, ich lese die nicht oder ich verifiziere das dann nicht weiter, dann werde ich beim nächsten Mal nicht mehr bereit sein, vielleicht nochmal irgendwo einen Kleiderschrank zu packen oder einen Karton irgendwie voll zu packen oder Ähnliches, sondern ich ersticke auch das damit, weil ich natürlich implementiere, egal ob das jetzt ist oder nicht. Dann bleibt ja nur noch eins übrig, du kannst ja nur noch selber hinfahren. Genau. Und das geht dann das aber tun, auch ich, nicht. Das haben, glaube ich, ziemlich viele gemacht, ja, sogar. Ja. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass genau diese Taktik nicht funktioniert, ja, bei vielen. Weil sie einfach sagen, okay, ich fahre da selbst hin, ja. Diesmal nicht, ich schicke nichts an das Rote Kreuz, ich schicke nichts dahin, ich schicke nichts dorthin, ich mache das selbst. Ich habe zig Videos gesehen, wo Leute gesagt haben, wir fahren hin, ja. Und helfen damit, ja. Oder wo es Sammelstellen gab oder wo dann LKWs aufgeladen worden sind, wo man
zumindest, sagen wir mal, von Unternehmen oder Unternehmern, also ja, ich habe gesagt, mir scheißegal, was ihr da alle quatscht, ich fahre da hin oder ich schicke einen Laster hin oder irgendwas in der Art. Genau. Der geht auf direkt dorthin. Auf den Laster könnt ihr es aufladen und Ähnliches. Und ich glaube, wir hatten das auch beim letzten Mal gesagt, das Erste, was dann in dem Moment wichtig war und was auch durch diese Videos, ich glaube auch durch den Dan Stein heißt der, also der etwas braun gebrannte mit dem schon leichter grauen Bart und der Glatze, der hier also tatsächlich auch Fantastisches geleistet hat und es organisiert hat, hat ja auch in dem einen Video gesagt, Mensch, wir brauchen Manpower, wir brauchen Schaufeln, wir brauchen also wirklich Dinge, ja, Bagger, mit denen man arbeiten kann. Ja. Und Diesel, ne? Keine Kohle. Also sprich, nicht an irgendwelche... Was willst du mit Euros? Ja? Schickst da Euros hin. Das ist das Lächerlichste aller Zeiten, ganz ehrlich. Also Euros, die kannst du nicht kochen. Ja, kannst du schon, aber ich würde dir nicht raten, die zu essen. Ja, also. Das ist der Punkt. Ja. Also ich glaube, die wesentlichen Dinge sind einfach Energie, dass da Energie wieder hinkommt, dass einfach irgendwie vernünftig nochmal was gemacht werden kann. Das kann man mit Solarpanelen machen, das geht alles. Ja. Das ist alles transportabel mittlerweile. Da gibt es Batterien, da hast du 5 Stunden Strom mit 2 Panels, die letzte 8 Stunden auf. Und dann kannst du auch mal einen Kochtopf bedienen damit. Ja. Das geht alles. Aber das ist das kleinste Problem, jetzt, wenn es noch einigermaßen warm ist. Ja. Nur da kommt auch bald ein Winter. Das kommt noch dazu. Ja. Also, dann wird es interessant. Ich glaube, die Energie ist momentan so... Energie und Wasser. Ja, das muss sichergestellt sein, dass du die wichtigsten Dinge hast und was man dort auch sieht oder beziehungsweise sicherlich hat auch beobachten können, wenn du dort nicht schnell aufräumst, dann kriegst du plötzlich andere Probleme oder dass du in dem Schlamm plötzlich irgendwelche komischen Dinge wie Bakterien und sonst was hast, die einfach tatsächlich krankheitserregend sind und die die 4 Meter Tiefe können. Noch Autos stehen, wo Leute drin sind, das willst du alles gar nicht wissen, aber ja, ganz genau. Es kommt noch mit dazu, aber... Da sind Prozesse in Gang gesetzt, die durch die Natur natürlich heilend wirken, ja, weil die Natur wird reagieren, ja, aber da ist so viel künstliches Zeug mit drin, ja, was das Ganze wahrscheinlich in die Umkehrung erstmal führt, ja, wobei ich schätze, in 20 Jahren sieht das da wieder ganz normal aus, ja, und das, so wie es immer war, das hat man aufgebaut und so weiter. Nur die Bestrebungen, die gerade ablaufen, ja, das wieder zu bereinigen, ja, also die Ersthilfe, die momentan läuft, so sehe ich das, die sollte sich wirklich auf das Wasser und auf die Energie konzentrieren, ja. Weil wie gesagt, es ist ruckzuck Winter, das geht so schnell können wir gar nicht gucken. Und dann wird das nicht lustig da oben, ja. Ja. Wenn dein Haus jetzt weg geht ist, das noch einigermaßen. Ja? Dann musst du froh sein, dass es im Sommer passiert ist. Ja? Dass du da jetzt in Ruhe im Prinzip noch unabhängig von irgendwelchen Temperaturen arbeiten kannst. Aber das wird nicht leichter. Ja? Deswegen ist jetzt Schnelligkeit angesagt. Das ist das, um was es geht. Und deswegen müssen die Spendengüter eben dorthin, dass die Leute da versorgt sind und die Arbeit machen können. Und jetzt stellt sich wieder die Frage, wer hat ein Recht daran? Das ist genau die Frage, um die es geht. Wer kann das bestimmen? Wer hat das Recht dazu? Das kann eine freiwillige, gegebene Spende nicht rauszurücken, wenn es tatsächlich passiert ist. Kannst du nicht tun. Also ich kann mich erinnern, vielleicht für alle die mal am Flughafen waren, um das vielleicht mal zu verdeutlichen. Das stehen so komische Eimer oder Müllkübel. Und da steht drauf, wenn Sie hier etwas reinwerfen, ob das jetzt irgendwelche Flüssigkeiten oder was weiß ich, hatte mal so ein Checkkartenmesser irgendwo im Geldbeutel drin und dann bin ich irgendwo mal hingeflogen und dann haben die das also gesehen und gesagt, okay, also das muss raus, entweder müssen Sie es jetzt hier in den Rucksack tun oder Sie müssen, wie auch immer, also letztendlich ging es dann darum, dass der Wert oder andersrum, dass die Gebühren höher gewesen wären als der Wert dieses Gegenstandes. Und dann war dann einmal. Und da stand ganz klipp und klar drauf, was in diesen Eimer geworfen wird, gibt man sein Eigentum darauf aus oder ab. Also ganz klipp und klar, man wirft es weg und man kann später nicht hergehen und sagen, ja, Moment, das gehört aber mir oder ich will das haben oder sonst was. Sondern da steht es drauf. Du gibst dein Eigentum auf. Ja? Gerade kriege ich die Idee. Kennst du die Geschichte mit den Supermärkten in Frankreich? Welche jetzt? Nee, ich glaube nicht. Mit diesen weggeworfenen Lebensmitteln? Nee, klär mich mal auf. Ich bin jetzt gerade nicht im Thema. Ich meine, dass es in Frankreich abgelaufen ist. Das gibt es aber auch in Deutschland, habe ich auch schon gehört, ja, dass die Lebensmittelmärkte ja diese Produkte, die ablaufen, praktisch entsorgen im Müll. Ja. Müssen sie ja, genau. Und es gab dann so schlaue Meier, die gemeint haben,
jetzt auch unter dem Aspekt einer Würde, ja, im Sinne der Moral, dass diese Lebensmittel ja noch gut sind und haben sich dann in den Mülleimern bedient. Ah, und ja. Der Supermarkt hat dann, jetzt kommt's, und der Supermarkt hat dann praktisch diese Güter als sein Eigentum deklariert und hat eine Strafanzeige wegen Diebstahl durchgeführt. Jetzt ist die Frage in dieser Konstellation, wer ist der Supermarkt und wer ist der Mann am Mülleimer? Jetzt müsste man natürlich hergehen und sagen, okay, wenn ich das dazu deklariere oder andersrum, wenn ich das in ein dafür geeignetes Behältnis werfe, müsste theoretisch irgendwo ein Hinweis draufstehen. Und dieser Hinweis müsste heißen... Weil das muss angekündigt sein. Ja, es muss draufstehen, weil sonst könnte man davon auskommen, wenn du etwas wegwirfst und das Eigentum oder den Besitz aufgibst, dann ist es ein herrenloses Gut. Ja, genau. Und Leichen das heißt, sind ich, auch herrenlose nicht, Güter, wenn sie rumliegen. Ganz genau. Und wenn es nicht deklariert ist, ja, jetzt weiß ich nicht, wie die Spende deklariert wird, aber da müssen wir mal gucken, wie die Spende deklariert wird. Aber wenn die Spende nicht mit der Aufgabe des Eigentums deklariert ist, dann müssten die Spender Anzeige stellen. Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit. Ja, oder man übergibt es tatsächlich an jemanden, den man jetzt benennt, und damit ist es dann dem sein Eigentum, weil man es ja an denjenigen überführt hat, aber man müsste ihn spezifizieren. Aber wenn der Zugang zu diesem übergebenen Eigentum nicht gewährt wird, jetzt durch die Grundschule, weil sie sagen, wir machen dicht und schmeißen das Zeug alles fort, ja, was ja aus dem Schreiben da oder aus dem Post noch dazu hervorging, ja, also ich sage es jetzt nochmal, wir können nicht verifizieren, es ist rein theoretisch, ja, wir denken einfach mal nach. Und also mir fällt diese Supermarktgeschichte, klingt für mich eigentlich logisch, ja. Also jetzt ist die Frage, wer ist Supermarkt und wer ist der Mann am Mülleimer? Und mit dem Unterschied, dass der Supermarkt das nicht als Spende deklariert, sondern als Müll, er wirft es weg. Ja. Sagt aber, es ist ein Eigentum. Eine Spende ist ja auch etwas, du gibst etwas ab. Es ist nicht wegwerfen, aber du gibst was ab. Ja. So, jetzt muss man sich fragen, wie wird die Spende dann deklariert? Ja. Ist ein Empfänger drauf oder wie ist das gemacht? Richtig. Die Güter sind ja, soweit ich weiß, einfach eingesammelt und werden dort abgegeben, irgendwo an der Sammelstelle. Interessant, wenn man sich mal Müll anguckt, Abfälle, Abfallstoffe aus Haushalt, Gewerbe und Industrie, die zum Abtransport in bestimmten Behältern gesammelt werden. Und die Spende? Schauen wir mal. Sachspenden. Ich schaue nach. Es ist echt interessant, wenn man das mal sich anguckt. So, Sachspende. Sachspende gelten Wertabgaben aus dem geldwerten Vermögen des Spenders. Sachspenden sind mit dem Marktpreis gemeiner Wert zu bewerten. Ab 01.01.2009 ist nur noch dann der gemeine Wert anzusetzen, wenn es durch die Spende nicht zur Besteuerung oder Gewinnrealisierung kommt. Also, wichtigstes ist erst einmal, es ist eine Wertabgabe. Also es muss ein Wert dahinter stehen. Ist ja bei Gütern generell, bei Sachen, die ich anfassen kann, ist es ein Wertgegenstand. Und dass sie einen Marktpreis oder dass ihnen einer zugeordnet wird. Ja. Also sprich bewerten. Was ab 2009 dann ist, das ist dann wieder eine steuerliche Geschichte. Aber das ist interessant, dass er 2009 auftaucht. Das ist, ja. 01.01.2009. Warum? Hatten wir doch schon ein paar Mal, ne? Oh, 2009 ich ist wirklich ein sehr interessantes Jahr. Das muss ich mal an der Stelle mal so loswerden, ne? So rein rechtlich betrachtet. Ne? Doppelte Tupu. Nur mal so am Rand. Man kann ja mal gucken, was es für Änderungen im Jahr 2009 alles gegeben hat. Nur mal so, gibt es die digitalen Personenstandsregister und all das Zeug. Könnt ihr meinen, dass irgendwas eingeführt oder da ab dem Moment läuft? Ja, sehr merkwürdig, ja. Ja. Ach ja, und da gab es ja auch so einen komischen Unfall davor, ne? Lehman Brothers. War das 9 oder war das 12? Nee, das war 2008. 8? Aha. Hat auch keiner so richtig gemerkt. Was dann da? Also man hat es dann schon gemerkt, ne? Ich gucke gerade nochmal pleite. Passiert ist das Ganze Auflösung 2008. Genau. Muss ich mal ganz kurz gucken. Insolvenz von Lehman Brothers.
Auflösung 2008. Ich gucke gerade, was da war. Im Mai 2008. Nee, 2007 kaufte Lehman Brothers Immobilieninvestor Speyer Properties, bla bla bla. Insolvenz. Haben sie angemeldet. Bam. 3,3 Milliarden abschreiben. Also es war 2008. Okay. 10. September 2008. Ja. 17. September. Es sind interessante Daten. Und globale Auswirkungen. Folgende Insolvenz. Ich schaue gerade nach. Also kann man durchaus mal sich angucken, was das so gewesen ist. Ich überfliege es jetzt bloß gerade, weil ich will das nicht zu sehr aufhalten. Ja, und dann kann man sich ja noch daran erinnern, also aus Deutschland wurden ja noch gewisse Summen von Landesbanken kurz vorher überwiesen. Ja, ganz kurz vorher überwiesen. Irgendjemand hat die sich dreistellige Millionenbeträge, soweit ich weiß. Ja. Ja. Und darauf kam ja dann auch dieses Thema mit den Banken, mit dem sogenannten, wir sagen, es sei sicher, der sogenannte Bankeneinlagerungsfonds, dass 100.000 Euro auf der Bank ja sicher seien, ja? Nicht sind, seien. Und das war also dann der, oder die waren dann die sogenannten Folgen. Aber wenn ich mir überlege tatsächlich, was da so gelaufen ist, also es hat ein Erdbeben gegeben und bei uns wurde dann die Topic ab 2009 eingeführt. Also sprich, das ist sicherlich nicht zufällig passiert. Mit Sicherheit nicht. Ja, und vorher waren, 39... Wir waren, glaube ich, ziemlich involviert in Lehman. Also ich glaube, Deutsche Bank hat ja auch ein massives Problem gehabt danach. Ne? Da ging ja einiges, die ganzen Immobilienkredite und so weiter, was da alles lief. Also das überblickst du eh nicht. Ja? Da fehlt ja der Einblick. Also, du siehst immer nur das Ergebnis. Das ist immer das Problem. Ne? Ja. Naja, 200 Milliarden. Das ist so dieses vor vollendete Tatsachen stellen. Oh, jetzt muss ich gehen. Ja, ne? Oder dass also ein Schuldenberg von 200 Milliarden US-Dollar hinterlassen worden ist. Wer ja. Den wohl abgetragen hat. Was ist das schon? Ja. Ja, also ich denke, jetzt haben wir wieder so ein Fass aufgemacht, aber also wie man da die Dinge immer zusammenfindet, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen wild anmutet vom Schreiben der Stadt ja, zu Bad Lehman Brothers, Aweiler zu Lehman Brothers Pleite. Krasse Reise noch. Und zwischendurch hat man noch Kermit der Frosch. Aber ja. Können wir denn da mal einen neuen finden? Warum war der eigentlich nicht vor Ort und hat expertet? Der hat nur im Hintergrund geschrien, alle müssen Masken tragen. In dem Fall glaube ich, wenn du Staub oder Schlamm wegmachst, macht das habe ich dann auch gedacht. Ne? Weil da macht es dann Sinn. Ja? Also, aber nicht, weil er meinte wegen dem C-Thema, ja. Sondern wegen anderer Dinge. Das ist richtig. Ja. Aber dieses Differenzieren ist auch so eine Sache. Das sollte man immer sich die Fähigkeit dazu behalten. Ne? Also nichts ist immer gleich. Richtig. So. Marc, ja. Wie spät haben wir es? Sagen wir 23:52 ist doch auch eine interessante Zahl, ne? 2, 3, 5, ja. 1 müsste noch drin sein. Dann ich denke, dass wir ein klares zur Nacht machen wollten mit dem Thema Antarktis in der Sauna. Aber okay. Kommt. Hat sich nicht ergeben. Kommt. War mal geplant. Also okay, ja. Wir planen weiterhin, aber die Ausführung ist noch nicht so weit. Ist noch nicht ganz, mir fehlen noch ein paar Infos, sonst wird das ein 10-Minuten-Ding und das bringt ja keinem was. Nein, das lass uns mal ein bisschen recherchieren und wenn wir mal Zeit finden, dann gehen wir da mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Antarktis kommt. Wo können wir da suchen? Wo können wir da suchen gehen? Wenn wir Zeit finden wollen? Also ich warte noch ein bisschen auf was von außen, was noch kommt, aber wir könnten doch das 17. dafür nehmen. Wie wäre das? Jetzt sind wir das 15. Jetzt kommen noch zwei, also 2 und dann haben wir 17. 17 ist ja so die Zahl gerade. Ja, das ist das mit dem Frosch. Ja, Frosch? Können wir machen. Also nehmen wir uns das vor. Frosch? Also, ich verstehe den Frosch jetzt nicht. Nein, Q17 und wie war das? Frosch, da alles klar. Frosch. Nein, nicht der Frosch, sondern... Ja, ist mir schon klar, dass es nicht der Frosch ist. Frosch? Ja. Quack, Frosch. Fliegenmann, ne? Der Fliegenfänger.
Nein, also ich denke, heute machen wir mal Schluss, weil wir beide haben ja morgen noch eine Autofahrt vor uns und sehen uns dann wieder leibhaftig, worauf ich mich schon sehr freue. Und wir werden nächste Woche wiederkommen, also vermutlich. Und lass uns die 17 anpeilen für Antarktis 17, und Tunnel und all diesen für, genau, für die machen? Dinge, da werden wir machen. Vorbereiten. Ja, machen wir jetzt einfach, haben wir ja gesagt, weil sonst müssen wir... Jetzt mal über den ganzen Kram, UFOs und was das so alles gibt. Das ist eine super Sache. Also, 17. in 2 Wochen, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe. Und danach kommt ja dann schon unser absolutes Oberspecial, wenn wir dann an einem Ort, in einem Land mit... Da machen wir was live, ja. Da machen wir sagen es noch nicht. Nein, wir sagen es noch nicht. Also da werden wir dann auch ganz... Wird auf jeden Fall was Größeres und ich staune und wundere mir nur noch, ja, welche Kreise alles zieht und wo wir landen gerade. Aber wir haben noch viel vor. Wir haben noch viel vor. Also nach der 17 kommt da noch was und bleibt uns gewogen, bleibt uns gespannt. Der Infoabend von heute kann nachgehört werden, sonst in 2 Wochen ist wieder Infoabend. Informationen bei mir, beim Michael auf dem Kanal. Also sprich, ihr könnt uns auch anschreiben oder irgendwelche anderen Dinge für jeden, der sich darüber informieren will. Es sind viele tolle neue Projekte, die da entstehen werden und viele Leute, die da auch motiviert mit dabei sind. Also unheimlich tolle Sache. Und ja, wir freuen uns über jeden, den wir damit ansprechen können und dem wir vielleicht eine Hilfestellung geben. Und wenn es nur dafür ist, dass er klarer wird und Dinge vielleicht besser einordnen kann. Ja. Ja. Okay. Dann machen wir für heute Schluss. Ne? Es war mir wie immer eine Ehre. Gute Tage, mir auch. Und gehabt euch wohl. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis bald. Tschüss. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wen habe ich jetzt gemeint? Genau. Bis dahin.